Hallo und herzlich willkommen hier um LS22 im Singleplayer auf der Elbtal. Ja, wir sind hier immer noch mit Missionen beschäftigt, sprich Heuballen pressen, beziehungsweise wir sammeln sie ein, pressen tut es ja CP. Er hat gerade hier das letzte Vorgewende angefangen. Da müssen wir mal hinterher buckeln, dass wir die Ballen wegsammeln im Vorgewende, weil wenn er die Feld rein hat, dann kann er erstmal ungehindert weiter pressen. So, wer muss entladen werden? Als Mais oder Sonnenblumen? Gut, eine Schicht geht noch drauf, also wir kriegen das ganze Vorgewende drauf. Ich weiß gar nicht, wie lange die Ballenpresse noch brauchen will, aber ich... Nein, der Folge wird nicht fertig. Richtig. Hey, bremsen. Wir haben auch noch gar nicht geguckt gestern in der Folge, wie viel Ballen wir überhaupt abgeben müssen. Denn wir pressen ja 180 Heu, das sind ja 9000 Liter. Ne? Genau, zu 9000 Liter Ballen. Wir müssen schon zwei entladen werden, da stimmt doch was nicht. Also wir müssen den Ballen da von der Ecke organisieren, der tut sich sonst blockieren. Wir wollten eigentlich hier vorne hinstellen. Wir lassen ihn mal hier an der Seite stehen und gucken erstmal, was die hier für ein Problem haben. Ich meine, gut, er muss zum Hof. Das dauert halt, ne? Liter sind noch drin. Das ist er mit den Sonnenblumen. Hier kommt Schnitzel an. Ja, der Mais wird übergeladen. Okay. Denn wir wissen ja, Fendt und Glas, das passt ja nicht so richtig zusammen, ne? Also es passt schon, sie versuchen es ja, dass es passend wird, ne? Also stehen sie halt immer gegenüber. So, wir machen erstmal Platz. Warum lädt er nicht über? Oh, ist ja manchmal der Zug vorbeigekommen. Hm.
So, stellen wir noch mal ein. Mal gucken. Nicht, dass der Zug hier vorbeigekommen ist. Er hat ihn weggeschoben. Aber so nah stehen wir doch eigentlich gar nicht dran. Aber der Zug fährt hier, ne? Oder hat er versucht, das Rohr auf dem Zug auszurichten? Das kann natürlich sein. Geht. Aber ich denke, wenn der Zug kommt mit den offenen Waggons, hat er dort reingebunden, würde ich sagen, oder? Wir können auch um nichts aktuell sinnvoll. Ja, höchstens Sohle. Ne? Weiß nicht, wie sieht es denn da aus? Dass wir dort noch ein bisschen wegfahren. Wo war denn jetzt? Das Teil ist hier. Hier. 21.000, das ist ein halber Anhänger voll. Ich glaube, das lohnt nicht so richtig. So, wir gucken mal, dass wir ja noch 8 Ballen finden. Ach, wir haben immer noch nicht geguckt. Mann, Mann, Mann. Jetzt. Wir müssen abgeben 422.000 durch 100, ne? So, 422, 100 durch 9.000 sind 47 Ballen. Das ist ja Wahnsinn. Der Anhänger ist voll, der Rest ist ja dann schon bei uns. Wir haben keine mitgebracht. Gut, wir müssen die 6 noch einsammeln, klar. Also müssten wir dann noch mal mit 8 Ballen los. Ja, mehr müssen wir nicht abgeben. Also 8, die fehlen uns jetzt noch ein 8 gebraucht, also 16 Ballen, ja gut. So, noch 3. Haben wir die noch? Ja. Wo müssen wir überhaupt hin? Fruchthandel Süd. Da steht Wasserstellen, nicht Verkaufsstellen. Oder? Da heißt es doch, glaube ich, Handel und... Produktion, oder? Bin ich jetzt wieder verkehrt? Ach, das kann doch nicht wahr sein. Hof. Produktion. Handel, 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 Verkauf.
zur Fruchthandel Süd. Dort müssen wir hin. Dauert bestimmt eine ganze Weile, er dort ankommt. Aber auf dem Feld kriegt man noch keine Kurszeit. Ne? Nur 2 Minuten bis dahin fahren. So, doch, das ist ja hier unten links, ne? Der Fruchthandel. Keine Eier von den Enten gekriegt, ne? Was sollen doch welche legen? Also normale Eier sollen die legen. Nee, na gut. Werden wir sehen. Aber selbst die 2 Minuten, die können ewig dauern hier, wenn ihr so berghoch schleicht. Ne? Und jetzt, achso, ne, ist normale Straße. Ich dachte schon, es war eine Schiene dort. So, Arbeit beendet kann eigentlich nur der Düngerstreuer sein. Oder natürlich der Maisdrescher, aber es ist Düngerstreuer. Nicht der Mais, der Sonnenblumendrescher. Also die Nummer 1, ne? Die Nummer 2 ist doch der jetzt im Mais. Halten können wir gleich hier halten, denn wir müssen ja sowieso abladen, dann nimmt das ja nicht vom Anhänger. So müsste es fast passen, würde ich sagen. So, wir haben gesagt, wir brauchen noch 8 Ballen a 9000. Wir haben jetzt 72.000 Liter, ne?
Aber das stimmt nicht, hier steht 39.000 Liter. Das habe ich mir da gerechnet. Ich habe bis 6 Ballen. Also in der 5 eigentlich, ne? Ich mache auf jeden Fall die Mission heute fertig. Wenn wir mal gucken, wo wir lang fahren müssen. Da können wir nirgends durch, ne? Ne, das sieht nicht so. Oh, weit neben der Straße. Hier schon rüber, ja. So, 5 mal 9 ist 45. Das muss reichen. Jetzt ist bloß die Frage, ob wir es abgeben. Da müssen wir erstmal einfach in die Tasche reingucken. Oder wie er denkt, hier fertig zu werden. Der will noch 21 Minuten brauchen. Gut, das können wir abgeben. Da vorne ist so einer unfreiwillig weitergerollt, oder was? Das greift noch gar nicht an. Gut, aber da schickt man. Ist der jetzt hier leer? Ja. So, dann fährt er zum Parken zurück. Er müsste auch gleich mit dem Feldreihen anfangen, oder? Aber wie lange will er noch brauchen? 2 Stunden will er noch machen. Ja gut, dann ist der Tag rum, ne? Aber die Zeit braucht er sicherlich auch noch. So, in der Ladung Mais zum Hof. Schick. So, wenn es keine weitere Düngermission gibt, so wie es aussieht, ist das so? Sonnenblumen ernten, Soja ernten, eigentlich alles potenzielle Kandidaten für uns, aber ja, lassen wir mal lieber, auch nicht kaufen. Eigentlich, nee, er soll sich mal erst befüllen. Wir schicken ihn zur Werkstatt, dass er repariert wird. Ist zwar nicht viel kaputt, aber und dann schickt man erst Park, den Parkplatz.
Weil dann holt er sich gleich nochmal Dünger ab und er kann ruhig mit Dünger da stehen. Seitdem wir haben nicht mehr viel Dünger in der Düngerproduktion, weil wir haben zwei Ladungen geholt. Und gut, es war ja nicht immer leer. Wo ist er? Mineraldünger. Naja, es nimmt zu. Wir hatten schon über 100.000. Weil wir haben auch in Gewächshäusern haben wir noch Booster drin. Aber nur bei dem Gewächshaus am Hof. Wir müssten dort noch Saatgut als Booster reintun. Ne? Oben boostern wir gar nicht. Weil wir brauchen, wie viel Saatgut brauchen wir? 24.000 Liter, um zu boostern. Genug Saatgut generell zu boostern, oder? Wir bräuchten 6 mal 24.000 Liter, sind 150.000 Liter Saatgut. Wir haben 177, aber das sollten wir machen, oder? Es wäre eine Überlegung wert. So, wir schließen erstmal die Mission heute ab. Ja. Wenn wir die Gewächshäuser natürlich richtig boostern, ne? Weil wir gehen auf den Winter. Wir müssen eigentlich abgeschlossen. Auf den Ball. Wir stellen über den ganzen Winter Dünger her. Also das soll nicht Problem sein. Unsere Felder, die wir angesehen haben, sind gedüngt worden, oder? Das haben wir doch alles fertig. Wir haben hier angesehen, das ist gedüngt, gedüngt, gedüngt. Das muss gefügt werden. Nee, wir haben das angesehen mit Raps, ne? Oder? Genau, Raps. Und die drei Gerstefelder. Wir haben ja nicht angesehen mit unseren Feldern. Wir sollten die Gewächshäuser boostern, würde ich fast meinen. Denn Salat und als sehen wir doch hier. Salat, Erdbeeren und Tomaten sind bester Monat Februar. Ne? Wird mir ja richtig Menge machen können im Winter. Und im Winter brauchen wir den Dünger und das Saatgut sowieso nicht. Also wir brauchen schon welches im nächsten Jahr noch. Also wir werden 150.000 Liter Saatgut brauchen, die wir auch haben. Dann haben wir immer noch 300.000 Liter Saatgut übrig. Ich denke mal schon, dass das für die Ansaat komplett reichen wird. Aber wir stellen trotzdem ja auch was her.
Weil da könnte man nicht den LKW mit Schüttgut nochmal losschicken. So, ihn schickt mir auch mal los. Da kann auch mal alleine Ballen sammeln. Ja. Ja, ist zu weit weg. Ne? Feldposition. Zack. Ballen, die kann man erstmal einsammeln. Moment, ich muss ja noch ein Reset machen. Sonst fährt er plus minimal, eher so minimal 1 km/h. Ne? Okay. Leder? Ja. Die kann er erstmal verladen. Oh, da denke ich mal, dass wir auch in der nächsten Folge. Na, guckt ja nichts von dem Fendt ab hier in New Holland, ne? Ich denke mal, der kann los, ne, oder? Drescher folgen, warum das? Genau, den schicken wir mal in die Düngerproduktion. Oder beziehungsweise fahren wir den einfach mal hin. Fehlen leider ein paar Liter, ne? Um komplett, um die Gewächshäuser voll zu kriegen mit Dünger. Oder Saatgut, wenn 24 reingehen, wir können ja 68 transportieren, bräuchten aber eigentlich 72. 4000 Liter fehlen. Aber der Dünger wird gerade so reichen, ne? Hat der Düngerstreuer sich jetzt schon beladen? ...84.000 sind noch drin. Das reicht gerade so, ne? Aber machen wir trotzdem. Wir machen das trotzdem. Das bringt uns mehr Geld ein. Und zumal wir Richtung Februar da reichlich euch verkaufen könnten. So, ihn schicken wir mal zu Gewächshaus Nord. Hof Nord, Gewächshaus Anlieferung, ne? Ist egal welches. Was fehlt in unseren anderen Gewächshäusern? Reicht es dann für alle noch, das komplett voll zu schütten? Maya 6000, 8000, 16, 24, könnte gerade so reichen. Nee, reicht nicht. Gut, aber das werden wir dann in der nächsten Folge sehen, wie weit wir um den Dünger kommen. Das können wir uns dann morgen angucken. Wir werden auch Saatgut holen. Machen wir aber alles morgen. Denn die Folge ist schon rum. Ich sag mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin. Und tschüss.